So, liebe Leute, und damit liebe Gruß aus Sonnstein. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Bus Simulator 21. Heute geht's weiter mit der Mission saubere Luft. Die wird relativ kurz werden, weil wir eigentlich nicht fahren müssen heute. Das heißt, ich werde den Bus jetzt erstmal verlassen und werde kurz den Bus hier freigeben. Ich werde kurz die Route hier einmal verlängern, den wir hier haben, weil Sonnstein ist ja durch. Wir sind ja fertig mit der Mission. Ich bastel jetzt kurz mal die Route zusammen, weil ich schicke den jetzt auf NPC-Fahrt. Ist mir nämlich gerade egal, wie er fährt. Wir fahren die als... So, die werde ich wieder verlängern. So, einmal Sonnstein Hauptplatz. Und dann ist es soweit okay, weil ich übernehme. Okay, das war jetzt eigentlich nicht der Gedanke dahinter, aber gut, wir können es auch so übernehmen. Okay, wir haben jetzt tatsächlich die erste Mission schon erledigt. Das ist eine Route mit mindestens sechs Haltestellen verbinden. Und das haben wir gerade getan, indem wir einmal kurz wieder Sonnstein mit ins Liniennetz eingebunden sind. Okay, geil. Gut, wir brauchen jetzt eine weitere Route. Verbinde Sonnstein, ZOB und den Hauptbahnhof. Mindestens mit einer Route. Das hätte ich gerne in einem Rutsch machen können. Gut, dann machen wir das doch jetzt. Heute brauchen wir nicht fahren. Die saubere Luft wird heute so übernommen. Dann gucken wir, was wir in der nächsten Folge machen. So, also fangen wir erstmal an. Der Hauptbahnhof ist hier. Da oben ist der. Ja. Da ist der ZOB. Und der Hauptbahnhof haben wir auch mit schon drin. Und jetzt fahren wir darüber nach Sonnenstein mit dem Ding. Unter Sonnenstein. So. Der Mautnerhof und der Hauptplatz. Sonnenstein, Hauptplatz. So. Änderung übernehmen. Mission erfolgreich geschafft. Also nicht erfolgreich, sondern dieses Ding ist erfolgreich geschafft. So, jetzt haben wir ein bisschen problematisch das ganze Ding. Wir brauchen 35% unserer Busse sollen elektrisch sein. So, wir haben von 7. Also das ist ein Drittel. Wir brauchen jetzt, also 35% sind 3, also brauchen wir noch zwei Elektrobusse eigentlich rein theoretisch. Wir müssten aber jetzt gucken, dass wir verkaufen. Na? Würde ich sagen. So. Bus Fahrzeug wechseln. Das heißt, wir haben einen Elektrobus von 7. Ich gucke jetzt gerade, was wir haben. Fahrzeugwechsel. Nee, warte mal, weiter kaufen. Da sind die eigentlich ja gar nicht geht. Ich habe nicht genug Kapital. Okay. Das heißt, wir müssen mindestens noch zwei Busse verkaufen. Dann hätten wir 5 und einen Bus. Das heißt, ein Fünftel wären 20% von 100. Genau. Das heißt, wir werden jetzt einen Bus verkaufen und weiteren Elektrobus kaufen. Dann müssten wir 6 haben. Zwei verkaufen. Einen weiteren kaufen. Dann hätten wir 6. Dann hätten wir 2 davon. Und das wäre 2 von 6 sind 33%. Das heißt, wir bräuchten theoretisch 5 Busse, davon 3 Elektrobusse. Wenn ich richtig gerechnet habe. Ach, gucken wir mal. Gut, wir schauen mal. Nein, will ich nicht verkaufen. Fahrzeug wechseln. Elektro. Wir haben 2 Elektrobusse, ne? Sehe ich gerade richtig. Das heißt, wir verkaufen jetzt noch einen. Dann müssen wir. So. Ja. Und schauen, ob wir noch mal einen Elektrobus kaufen können. So, ich muss mal kurz zu meinem Dealer meines Vertrauens und gucken, dass wir noch mal einen Elektrobus haben. Etwa 3 von 6 werden auf der Hälfte. Wir haben jetzt 6 Busse. Ich gucke, ob es reicht dann. Mindestens 35% in den Elektrobus. Okay, ja, gucken wir mal. Ich muss mal gerade gucken, ob ich hier noch einen Elektro habe. Wir haben jetzt einen E-Citaro, der nicht so teuer ist, den könnten wir kaufen. Dann machen wir die Mission.
So, schon. Wir werden dann ein bisschen basteln. Jo. Mission abgeschlossen. Gut gemacht. Das war erfolgreicher, als ich erwartet habe. Viele Anwohner sind bereits auf unsere umweltfreundliche Art des Reisens umgestiegen. In der Tat haben sogar ein paar Touristen eine umweltfreundlichere Verbindung zum Lido und den Shops in der Altstadt vorgeschlagen. Erfüllen wir doch ihren Wunsch. So. Oh, 15 C. Wie soll ich das denn schaffen? Was ist das da für eine Mission? Alter, wie soll ich mit dem Budget 15 Busse kaufen? Also, die ersten zwei Sachen sind kein Problem. So entscheide auf 4 aufzuwerten, das wird auch kein Problem sein. Man soll jetzt abfahren, aber 15 10, wie soll ich denn 15 10G-Busse kaufen, so mal nebenbei? Wie soll ich das Geld herkriegen? Also, da müssen wir ja nur fahren. Also, die wird uns wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen, die Mission. Und das ist krass, okay? Ich habe jetzt gerade die ganze Elektrobusse, das heißt, ich werde jetzt die Elektrobusse wieder verticken, die anderen Busse verkaufen und dann bin ich nur 10 G-Busse kaufen. Aber wie soll ich denn 15 Busse kaufen? Also das ist doch irre, die so Dinger sind scheiße teuer. Gut, wir gehen jetzt in der nächsten Folge an bei Busse 21.